gibt es ein paar kleine Diskussionen. Einerseits um manches zu betonen, andererseits um anderes zu verschonen. Man ändert hier, man ändert dort. Und endlich passt dann die Revue in jeden Kinderort. Es ist, um sich die Haare auszuraufen. Leichter wäre es, einen Trabant zu kaufen. Und in der Sahara Eis zu laufen. Als einen heiteren Musikfilm zu machen. Das wäre doch zum Lachen. Na eben. Was zum Lachen. Aber worüber? Wodurch und wogegen? Wofür und warum? Überhaupt weswegen. Vielleicht liegt man da schief. Auf dem falschen Gleis. Zu heiß. Zu heiß. Zu heiß. Das ist ein zu wildes Abenteuer. Das ist wie ein Spiel mit dem Feuer. Und die Presse dieses Ungeheuer? Verreißt uns dann. Beweist uns dann, dass man es so schon gar nicht und auch sonst nicht machen kann. Zwar, der Anfang sei noch realistisch, doch zur Mitte würde es schon mystisch. Und am Ende ist es formalistisch. Drum sagen wir uns Hände weg. Es hat doch wirklich keinen Zweck, weil jeder jetzt schon weiß, zu heiß. Zu heiß. Siegfried kämpfte früher mit dem Drachen. Filme brauchte er noch nicht zu machen. Lieber griffen wir in Löwenrachen. Wir haben einen Revue-Komplex. Denn dazu braucht man erstens zwei. Und drei, vier, fünf. Und sechs. Heute, wo der Mond schon nicht mehr fern ist, man vielleicht bald auf einem anderen Stern ist, finde ich nur das gut, was modern ist. Ich liebe keinen alten Hut. Natürlich braucht man etwas Mut. Das ist ganz schön und gut. Doch trotz der Toi, Toi, Tois. Zu heiß. Zu heiß. Zu heiß. Zu heiß. Zu heiß.